Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. So, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir, mit der Stadt im Hintergrund. Okay, ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Hi. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Lane. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Maine, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry. Alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay, ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Karstucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan! Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich! Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Toll.
So viel zum ruhigen Urlaub. Tu mir einen Gefallen, Kleiner! Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung! Oh yeah. Ist das dein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ja, manchmal hängt sie. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. You put the dime in the coconut, drink them both up. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden, den Schlüssel holen und dann nichts wie weg. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven, wie alle übereifrigen Fans. Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie Sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach Ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super! Verfluchter Leistengeruch. Schwillt an wie ein Ballon, wenn ich mehr als einen Löffel hebe. Ja, alles super. Es ist lange her, Tom. Schön, Sie zu sehen. Hey, Sie haben nicht zufällig was zu trinken dabei, Tom? Schön wär's. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus seiner Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Ich gehe zurück an die Arbeit, sobald Dr. Hartman hier ist, Rose. Aber ich freue mich nicht gerade auf die eklige Brühe, die wir im Parkcafé haben. Tschüss, Mr. Wake. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Das Deiner war echt ein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay. Wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht. Seit meinem letzten Buch.
das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten.